Non, tout n'est pas écrit. Il n'y a pas de grand livre dans lequel est inscrit ce qu'il nous reste à vivre. Le stylo nous appartient, les fautes, les ratures, aussi les passages bien. C'est notre écriture, ce qui est tout tracé. Ce n'est que le passé, l'avenir. Frank? Ja, Nachtschicht, genau. Was? Nein, ich kann nicht kommen. Mein Vater, ich habe ihn 15 Jahre nicht gesehen. Natürlich komme ich nicht. Frank, bitte hör auf, ich komme nicht. Vero! Vero, alles klar? Was ist das denn? Miffy! Lea! Was macht denn dieser Hund hier? Den habe ich im Müll gefunden. Man findet doch nicht einfach einen Hund im Müll. Ich habe den Müll runtergebracht. Lea. Mama, ich habe den Müll runtergebracht und da saß er. Lea, der muss weg. Ich habe den Hund von dem Müllkippen tot gerettet. Lea, den vermisst vielleicht jemand. Kann doch den Deckel nicht einfach wieder zumachen. Es sind doch Ferien. Er ist allein, ich bin allein und du kannst in Ruhe arbeiten gehen. Ja, auf gar keinen Fall. Und außerdem, er heißt jetzt Müffel. Ich habe ihn so getauft. Lea! Der Hund kann nicht hierbleiben. Onkel Bronk? Du? Bist du nicht eigentlich in Frankreich? Das ist ja eine schöne Begrüßung. Ich komme nicht mit. Versuch's erst gar nicht. Der Flug ging vor einer Stunde. Seine Beerdigung ist eine gute Möglichkeit, Dinge abzuschließen. Das ist ganz lieb von dir, aber nein. Ich sage das deshalb, weil ich nicht möchte, dass du das irgendwann bereust. Frank, mein Vater hat mich gehasst. Nein, dein Vater hat dich nicht gehasst. Dein Vater... Ja, was? Was hat er denn? Es gibt jetzt die Chance auf Versöhnung. Klar. Serge ist tot und wir tun einfach mal so, als hätte es die letzten 25 Jahre nicht gegeben. Weißt du, Therese und ich, wir... Onkel Frank, ich habe alles eingepackt. Lea, vergiss es, wir fahren nirgendwo hin. Ich will meine Oma kennenlernen. Ich habe ein Recht darauf. Deine Großmutter hatte ich das letzte Mal als Baby gesehen. Dann wird's Zeit. Müffel, komm. Komm. Therese geht es schlecht. Und außerdem, Müffel kommt mit. Auf gar keinen Fall. Lea, komm wieder her, wir fahren nicht. Oh.
so eine Tüte bei. Wie Tüte? Na, so ein Hund kommt ja bekanntlich nicht stubenrein auf die Welt. Und unsere Fahrt dauert. 13 Stunden. Okay, entspannt euch. Dieser Hund, der hat mir gerade noch gefehlt. Ja, mein Vater. Wie ist er denn gestorben? Das ist doch jetzt egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu seiner Beerdigung. In der Provence? Ja, genau, wo ich aufgewachsen bin. Ach, da soll's irre schön sein. Oh, Steff, wir fahren zu einer Beerdigung. Ich brauch dich ja, aber okay? Ich weiß, ich bin unersetzbar, weil keiner außer mir Doppelschichten macht. Genau. Hat sie einen neuen Freund? Schlimmer, ihre Chefin. Du bist so schnell wie möglich zurück. Es ist ein Tag hin, ein Tag Beerdigung und ein Tag wieder zurück. Ja. Gut. Puh, hoffentlich weht uns der Wind nicht von der Autobahn. Ist dir mein Auto nicht fein genug? Nö, das ist ja eigentlich ganz geordentlich. Ich hoffe nur, es hält durch bis Tellung. Einigermaßen pünktlich. Lea, kommst du da hinten klar? Ja, Mama. Was machst du denn da? Ich steck Möbel in den Rucksack, weil ich keine Tüte dabei hab. Gott, das hat mir gerade noch gefehlt. Und dieser Hund, der stinkt übrigens. Ja, der stinkt. Er kommt ja auch aus dem Müll. Vero, vergiss nicht, du hast 2 Nachtschichten in den Knochen. In der nächsten Raststätte werden wir tauschen, okay? Löse ich dich ab. Meinetwegen. Was? Ja, meinetwegen. So, wir sind in Frankreich. Vive la France! Je ne parle pas français. Aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hat sich irgendwie nice an. Und die Zeit lang einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français. Aber bitte red weiter. Deine Narbe im Gesicht, selbst der Staub auf deiner Jeans hat Esprit, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Wie lange fahren wir noch? Ich hab Hunger. Wo sind wir? Zu Hause. Also, hier bin ich aufgewachsen. Frank! Oh, mir tut alles weh. Ich fühle mich, kennst du das? So ein Pullover, den man zu heiß gewaschen hat. Wir müssen. Komm, Lea. Frank, machst du dich auch fertig? Ja. Okay. Mama, rotes Kleid, wir gehen auf eine Beerdigung. Ich finde das jetzt schön. Du, Müffel bleibt hier. Ne? Den nehmen wir nicht mit.
komme gleich nach. Ein Anruf in der Klinik. Ich weiß, ich bin feige. Serge Gilbert ist als Fremder nach Talon gekommen und ist ein Freund und ein unverzichtbares Mitglied unserer Gemeinde geworden. Ein Arzt, der zu heilen verstand und uns alle hervorragend umsorgt hat. Wir hätten keinen besseren finden können. Umso trauriger, dass er so überraschend aus unserer Mitte gerissen wurde. Doch nicht nur als Arzt hat er hier seine Spuren hinterlassen. Er hat auch als Oberhaupt der Familie Gilbert äußerst wohltätig in Talon gewirkt. Seine offene und verbindliche Art, sein freundlicher Umgang, sein offenes Herz. Monsieur Curé? Kann jemand einen Notarzt rufen? Bitte schnell. Bin schon dabei. Ja, wir brauchen ganz einen Notarzt am Zentralfriedhof in Talon. Ja, augenblicklich, der Curé. Ja, genau. Alles klar, vielen Dank. Brauchen Sie Hilfe? Das ist Dr. Serge Tochter, das ist Vero. Können Sie mich hören? Wie ist Ihr Name? Greta, auch Sie. Wann sind Sie geboren? Im letzten Jahrtausend. Hier in Talon. Gib Ihnen jetzt mal meine rechte Hand. Die linke? Sehr gut. Versuchen Sie mal ganz fest zuzudrücken. Ja? Haben Sie Schmerzen im Brustbereich? Bekommen Sie schnell Luft? Versuchen Sie mich mal anzulächeln. Okay, versuchen Sie mal beide Arme gleichzeitig zu heben. Atemnot. Schmerzen im Brustbereich. Puls bei 130, jetzt wieder regelmäßig. Das ist gut. Ich tippe auf einen Myokardinfarkt. Ich danke Ihnen sehr. Vielleicht bleiben Sie das nächste Mal mehr bei der Wahrheit. Das achte Gebot? Schon vergessen? Vero. Merci. Allez. War mein Opa nett? Du hast nichts verpasst, glaub mir. Wo ist Oma? Die wollte uns anscheinend nicht guten Tag sagen. Das war's. Wir fahren jetzt wieder nach Hamburg. Jetzt? Jetzt. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ich habe gar nicht mehr Urlaub bekommen. Ich habe noch nicht mal das Meer gesehen. Und außerdem will ich zu Oma.
klassischer Myokardinfarkt. Du hast hervorragend reagiert. Du bist und bleibst eine Gilbert. Ich bin stolz auf dich. Mich schleppst du hierher und selber gehst du nicht hin? Er war dein Bruder. Und war das mit den Dingen, die man abschließen kann? Er war mein Bruder. Was ist mit all den anderen? Katrin, Thierry, meine Cousinen, Cousins. Dein Vater war ein streitbarer Mann, das weißt du. Was für eine Untertreibung. Sie ist einfach gegangen. So, das war's. Wir fahren nach Hamburg zurück. Hey, und ich? Bring mich zu Therese. Da wohnt deine Großmutter. Siehst du das? Schau mal. In so einem großen Haus? Ja. Sie alleine? Ja. Da ist Platz. Dans lequel est inscrit ce qu'il nous reste à vivre. Le stylo nous appartient. Les fautes, les ratures, aussi les passages. Was hast du als Kind am liebsten gemacht? Oh, ich bin ganz viele Mal durch die Olivenhaine gelaufen. Oh, ist das schön. Miffel, wo bist du? Hey, Lea, bleib hier. Willkommen zu Hause. Deine Tochter musst du aber selber wieder einfangen. Vero, Therese, ich wusste nicht, dass du kommst. Frank hat mich gezwungen. Frank? Na klar. Und wie war die Fahrt? Es hat nicht geregnet. Ach, schön. Wie lange bleibt ihr? Gar nicht, wir fahren gleich wieder. Schön, dass du mir Bescheid gegeben hast. Das hätte ich schon noch gemacht. Echt? Wann denn? Mama, ich schlafe hier. Lea! Sie war so ein winziges Baby und jetzt ist sie so groß geworden. Sie hat jedes Jahr Geburtstag und das seit 11 Jahren. Lea! Wir sollten anstoßen. Auf was? Auf das Leben. Intuitiv hast du heute gehandelt wie eine perfekte Ärztin. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich bin Krankenschwester.
überqualifizierte Krankenschwester willkommen zu Hause. Leichenschmaus, der fällt wohl aus. Naja. Ist mir auch recht. Sollte ein Geheimnis bleiben. Miffy, komm her. Die alten Bilder. Schau mal, das bin ich. Wo ist es? Wir haben uns immer hinter der Schule getroffen und Fotos gemacht. Das war meine Freundin. Lulette. Da warst du doch im Regal. Komm, ich guck dir die Lulette aus. Bonjour, Frau Dr. Gilbert. Bonjour. Es ist wundervoll, dass Sie da sind.
Sie erinnern sich an mich? Sie waren ein Stammkunde in der Praxis meines Vaters. Irgendetwas ist mit meinem Hals. Ich kann nicht richtig schlucken, mir ist übel und, ja, und aufs Klo kann ich stopp, auch. Stopp, stopp. Arthur, richtig? Ja, richtig. Das Arthur. Ist ein Missverständnis. Ich bin keine Ärztin. Egal, Sie haben das Leben unseres Pfarrers gerettet. Bitte. Ja, Sie. Bitte, Arthur. Arthur, ich schätze Ihr Vertrauen in die medizinischen Geschicke der Familie Gilbert, aber ich behandle hier niemand. Oh. Ich fahre gleich nach Hamburg zurück. Ich lebe in Deutschland. Arthur, oh. Gehen Sie doch zu Dr. Simon. Wer ist Dr. Simon? Den vertraue ich nicht. Vielleicht haben Sie ja nur was Falsches gegessen. Oh. Nehmen Sie doch 10 Tropfen von der Bärwurzessenz. Das hilft doch immer. Dieser Quacksalber Dr. Simon sein möchte gern, aber kein Arzt. Der gehört hier nicht her. Au revoir. Au revoir. Was ist mit der Praxis? Serge hat kurz vor seinem Tod einen Kollegen mit in die Praxis genommen. Wirklich? Ja, einen Dr. Simon aus Paris. Der sollte die Praxis übernehmen. Du warst nicht da? Ja, ich fahre ja auch gleich wieder. Für dich. Hallo. Vero, bonjour, hier ist Paulette. Paulette? Sie müssen dringend in die Praxis kommen. Wir haben einen Notfall. Sie kennen doch noch Florence. Sie sind zusammen in die Schule gegangen. Naja, und Florence ist hochschwanger und es ist eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Ich glaube, dem Baby geht es nicht gut und bis Montpellier schaffen wir es nicht mehr. Was ist denn mit diesem Nachfolger, Dr. Simon? Wenn wir das wüssten. Der wohnt ja nicht mal in Talon. Ich habe ihn nicht erreicht. Paulette. Paulette, ich bin keine Ärztin. Egal, Florence braucht ihre Hilfe. Ja, ich denke, wir fahren heute Nachmittag wieder. Lea will natürlich bleiben. Ja. Du, ich muss. Ich melde mich von der Autobahn, ja? Tschüss. Hallo? Pardon, wer sind Sie? Ja, bitte? Ach, Sie haben gestern den Notarzt gerufen. Sie haben gestern den Fahrer wiederbelebt. Ach. Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Dr. Hugo Simon. Véronique Gilbert, sehr erfreut. Gilbert, der Serge hat mir gar nichts von der Tochter erzählt. Der Serge, immer für eine Überraschung gut. Was führt Sie denn zu mir? Frau Dr. Gilbert, ich habe uns eben noch Macarons besorgt. Schön, dass Sie da sind. Man sagte mir, dass es hier einen Notfall gibt und Sie nicht da sind. Ja, da hat man Sie wohl getäuscht. Ja, da hat man mich wohl gründlich reingelegt. Sieht so aus. Ja, dann. Das Verhältnis zwischen Mann und mir ist auch noch am Wachsen. Ich kann Sie hören, Dr. Simon. Ach, oh, Entschuldigung, pardon. Vero. Hier an dieser Stelle ist Ihr Vater gestorben. Mein Vater ist hier gestorben, in seiner Praxis? Ja, eine plötzliche Aortendissektion. Ich habe alles versucht. Mein Beileid. Und deshalb kommt keiner mehr in die Praxis. Sagen wir so, ich hoffe, dass sich die anfängliche Skepsis mir gegenüber nach einer gewissen Zeit der Trauer in Vertrauen wandelt. Viel Glück, Dr. Simon. Danke. Paulette, grüßen Sie mir Florence ganz herzlich. Es ist Ihre Praxis, Frau Dr. Gilbert.
Übrigens, Ihr Sommerkleid mit der Lederjacke steht Ihnen wirklich gut. Für eine Beerdigung vielleicht etwas unpassend, aber... Merci. Ach, Ihre Ma... Carus. Thierry. Schön, dass du endlich da bist. Bonjour. Bonjour. Du wusstest natürlich, dass ich schon da bin, oder? Die Spatzenpfeifen ist vom Dach, dass du den Pfarrer gerettet hast. Außerdem steht dein Wagen vor der Praxis. Oh Gott, jetzt fangen wir mich auch noch an. Denken alle, ich ersetze Serge. Die glauben mir einfach nicht, dass ich keine Ärztin bin. Das ist denen vollkommen egal. Interessiert die einfach nicht. Komplett verrückt. Weißt du, wie die Leute hier sind? Sie glauben nur an das, was ihre Wahrheit ist. Das war schon immer so. In Hamburg haben sie es nicht so mit dem Glauben. Da zählt, was ist. Mach dir jetzt erstmal einen richtigen Kaffee. Wo wart ihr gestern? Und wo ist Katrin? Tata? Tata, meine kleine Vero. Endlich habe ich dich wieder. Oh Gott, komm her. Ihr habt mich wirklich gar nicht verändert. Das nehme ich mal als Kompliment. Hm? Warum wart ihr nicht auf der Beerdigung? Es ist ja kein Geheimnis, dass du Serge nicht leiden konntest, aber ihr hättet doch wenigstens zur Beerdigung kommen können. Allein schon wegen Therese. Kathrin und Therese sprechen nicht mehr miteinander. Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren? Thierry, zahlen bitte. Ihr sprecht seit 11 Jahren nicht mehr miteinander? Danke. Wie lange sprichst du nicht mehr mit Therese? Okay. Heute Morgen erst. Ich möchte gerne ein Wasser. Komm. Als Therese damals zu dir nach Hamburg gefahren ist, als Lea geboren wurde, da hat sich dein Vater unmöglich aufgeführt. Richtiger Narzisst. Unberechenbar seine Launen und seine Ausbrüche. Es ist immer schlimmer geworden. Er hat Therese schlecht behandelt. Und dann war da noch diese Sache mit der... Mit wem? Das spielt doch gar keine Rolle mehr. Ja, da gibt es dieses Essen. Ich hatte es irgendwann satt. Ich habe meinen Mut zusammengenommen, bin aufgestanden und habe ihm ungeschönt die Meinung gesagt. Es war schrecklich. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Hat er sie geschlagen? Ja, war er ganz bestimmt. An dem Tag habe ich meine Schwester verloren. Sie hat nichts gesagt. Ich habe versucht, die beiden wieder zusammenzubringen. Aber die Frauen in deiner Familie sind manchmal so stur wie eine Horde Maulesel. Ach, jeder wusste von seinen Affären, von seinen Demütigungen. Damals ist er einfach zu weit gegangen. Womit ging er denn so weit? Also. Nicht, Thierry. Doch, Kathrin. Jetzt muss es sein. Jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt muss es auf den Tisch. Seit Serge tot ist, muss das Schweigen ein Ende haben. Ich muss noch ins Atelier. Ich habe demnächst eine große Ausstellung. Komm, ich zeig dir alles. Die ganze Familie hat er auseinandergebracht. Dass er dich in die Flucht geschlagen hat, das war nur der Anfang. Vero, du musst dem alten Streitschlichter nicht zuhören. Niemand redet mehr miteinander. Du hast den Kontakt zu Thomas und Sarah auch abgebrochen. Die haben ständig versucht, mich zu bekehren. Manchmal muss man einfach seine eigenen Entscheidungen treffen. Wie geht's den beiden denn? Sarah fliegt immer noch um die Welt. Und Thomas bekommt ein Baby. Sie sind hochschwanger. Und sie wird Oma. Und du Opa? Ja. Und du? Was mit dir? Hast du deinen Doktor gemacht? Nein, das habe ich doch gerade gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich erinnere an eine kleine Veronique, die immer mit dem Arztkoffer in der Hand ihrem Vater hinterherläuft. Kathrin, du wolltest mir doch das Atelier zeigen, oder? Ja, komm. Thierry. Der Weg geht durch die Angst, nicht nebenher. Womit ging er zu weit? Womit ging Serge zu weit? Kathrin. Das ist ja wunderschön. Ja. Thierry hat mich überredet, meine Keramik in Montpellier auszustellen. Wie schön. Ah, ich bin aufgeregt. Ich habe das Gefühl, ich sollte es jeden Tag wieder absagen. Vielleicht sollte man sich nicht jeden Traum erfüllen, hm? Kathrin? Tata? Mir war kurz schwindelig. Geht mir gut. Du warst so lange weg. Ist dir oft schwindelig? Ja, aber sie will nicht zum Arzt, nicht mal zu Frank.
Kundschaft, Dr. Simon. Ah, Madame Gilbert. Kann ja wohl nicht sein, dass ich Ihnen die Patienten beschaffe, aber die laufen mir hinterher. Beim Fußball umgeknickt. Ich konnte keine Schwellung sehen und weiter noch nichts feststellen. Matteo, bonjour. Ja, danke für die Diagnose, Frau Kollegin. Zieh doch mal deinen Schuh und deine Socke aus. Das ist der Sohn von Daniel Lucas, er heißt Matteo. Deinen Vater kenne ich noch aus der Schule, da waren wir so in deinem Alter. Wie heißt deine Mutter? Psst, psst. Sag mal her. Sie hieß Mario. Sie ist vor kurzem gestorben und Daniel gibt deinem Vater die Schuld an ihrem Tod. Hat dir Therese dir nichts erzählt? Daniel hat doch den Olivenhain von deinen Eltern bewirtschaftet, aber nachdem sie... Stimmt, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Alles klar, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Eine Sekunde. Na klar, da. Einen Augenblick. So, meine Damen, wir müssen jetzt dieses Gerät hier zusammenbauen. Okay, ich gehe dann mal. Colette? Aua. Wo ist denn die Ecke? Dr. Simon, Colette? Matteo ist weg. Was? Was? Matteo ist weg. Matteo? Matteo! Matteo! Matteo? Matteo? Matteo! Matteo! Paulette, Dr. Simon? Ja. Juckpulver, kennen Sie das? Matteo ist nicht umgeknickt. Der hat sich die Rötungen mit dem Juckpulver zugefügt. Warum sollte er das tun? Haben Sie ihn gefragt, wie das passiert ist? Sie haben ja nicht mal nach seinem Namen gefragt. In dieser Praxis werden Menschen behandelt, nicht nur ihre Symptome. Kaum ist mein Vater weg, schleppen Sie hier neue Sachen an. Sie wissen doch noch gar nicht, ob Sie hier bleiben können. Ihr Vater und ich haben einen Vertrag bezüglich der Übernahme dieser Praxis. Der ganzen Praxis? Es war geplant, dass er stirbt. Nein, natürlich nicht. Ihr Vater hat mir versprochen, dass ich die Praxis übernehmen darf, sollte er irgendwann... Ich verstehe. Sie war der Assistent meines Vaters. Nein, sein Partner. Das ist ein Familiensitz. Schöne Familie, wo der Vater nicht mal von der Tochter spricht. Angst, Dr. Simon. Mein Vater hatte schlichtweg Angst, mit mir zu reden. Das verstehe ich. Also, wenn ich jetzt mal einhaken darf, ja? Der Tod von Marion hat Serge sehr mitgenommen. Ich habe mir richtig Sorgen um ihn gemacht. Lass sie mal an. Ja, und einer sollte sich vielleicht mal um Matteo kümmern. Der Junge hatte sicherlich einen Grund für seinen Auftritt. Ich mach das. Was wollen Sie damit sagen? Vorsicht bei Daniele. Wieso? Er ist nicht so gut zu sprechen auf die Gilberts. Auf die Gilberts oder auf Serge? Ich glaube, da macht er keinen großen Unterschied. Wird ja immer lustiger hier. Haben Sie nichts zu tun, Paulette? Nein. Das ist die Kiste. Kommen Sie. Kannst du lassen. Ich weiß, dass du nicht umgeknickt bist. Ich hatte mal so einen Streit mit meinen Freundinnen, da haben die mir Juckpulver in Pulli gemacht. Mein Rücken war knallrot, er hat gejuckt und gebrannt. Brennt's bei dir noch? Schau mal, das ist mein Baum. Nur wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht, bin ich zu meinem Baum gegangen, habe mich drunter gesetzt. Angelehnt. Komm, guck mal. Die Augen geschlossen und gelauscht. Bäume sind wie Tankstellen. Kann man Kraft tanken. Man muss nur mit ihnen sprechen. Die antworten sogar. Ach, Quatsch. Doch, probier's mal.
schon mal so allein? Du? Ja, ist schon ewig her. Schulzeit? Daniel, ich... Kaum ist dein Alter tot, kommst du zurück. Und dir Gilbert ist jetzt auch noch mein Sohn umbringen. Daniel, es tut mir leid, mein herzliches Beileid. Ich hetze euch Anwälte aus Paris auf den Hals. Deine feine, saubere Familie Gilbert. Ihr werdet fallen. Tief, ganz tief fallen. Papa, bitte. Firo hat nichts gemacht. Daniel, vielleicht brauchst du Hilfe. Du willst mir nicht sagen, was ich brauche. Um die Oliven steht's schlecht dieses Jahr. Die Praxis werdet ihr sicher verlieren. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel. Daniel, bitte kümmere dich um Matteo. Paulette? Jemand muss sich um Daniel kümmern. Es geht ihm nicht gut. Die beiden brauchen Hilfe. Therese hat voll die Ahnung von Kräutern. Therese? Sagst du doch auch. Das ist Thymian. Ja. Das ist Eisenkraut. Ja. Und das Minze. Zitronenmelisse. Das riecht man. Ich wusste gar nicht, dass dich das interessiert. Naja, ich war hier viel allein. Müsst ihr wirklich so früh nach Hamburg fahren? Mama, ich will nicht. Ich lass mich hier. Ich hab doch Ferien. Lea, das diskutiere ich jetzt nicht. Ab wann darf ich mal über mich bestimmen? Ich bleib hier. Wie du. Sehr eigensinnig. Könntest du morgen noch hier bleiben? Da ist die Testamentseröffnung in... Montpellier. Wenn es sein muss. Wusstest du eigentlich, dass Serge dem Dr. Simon die Praxis versprochen hat? Serge und ich haben kaum noch miteinander geredet, aber das ganze Dorf hat über nichts anderes gesprochen. Und Marion Lecard? Serge haben die Vorwürfe, er hätte Schuld an Marions Tod zermürbt. Hat er Schuld? Therese, hat Serge Schuld am Tod von Marion? Ich weiß es nicht. Daniela hat kurz nach Marions Tod hier alles stehen und liegen gelassen. Das Nötigste hat Serge gemacht und ich selbst war auch kaum noch bei den Oliven. Und wer kümmert sich jetzt um alles? Au, shit, ich hab ein Auge. Zeig mal. Zeig mal. Ah! Mama, Wir können doch auch hier wohnen. Was ist mit deinen Freunden? Die können uns besuchen kommen. Oma braucht uns hier. Das ist kompliziert. Das ist doch ganz einfach. Wir haben hier so viel Platz. Unser Zuhause ist in Hamburg. Da ist meine Arbeit. Das ist unser Leben. Dein Papa. Meine Freunde. Unsere Versicherung. Dein Kinderzimmer. Du hast doch keine Freunde. Du arbeitest doch nur. Und außerdem ist das doch egal. Wir fangen hier ganz neu an. Thank you.
Angst. Das zusammen. Kann ich dir noch was helfen? Den Rest mache ich allein. Ich bin mit meinem Auto im Olivenhain stehen geblieben. Könnt ihr mir ein Fahrrad oder sowas leihen? Kann ich was machen? Morgen früh zurück. Und wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, ja? Suchen Sie was. Wie kommen Sie in die Praxis? Mit dem Schlüssel. Sehr witzig. Wie sind Sie Teil der Praxis geworden? Frankreich sucht den Superarzt. Er ist doch wahr, was sollen denn die Fragen? Meinen Vater kann ich ja nicht mehr fragen. Sie und Ihr Vater scheinen ja eher ein sehr inniges Verhältnis gehabt zu haben. Haben Sie meinen Vater eigentlich genauso schnell versucht, wiederzubeleben wie den Pfarrer? Er war ja bereits tot, als ich ihn fand. Dann ist er alleine gestorben. Das wird ihm nicht gefallen haben. Was wollen Sie eigentlich? Was haben Sie damit vor? Innovieren. Also renovieren und erneuern. Ein medizinischer Stützpunkt für alle Dörfer der Umgebung. Mit digitaler Sprechstunde. Aber das ist eine Landarztpraxis. Mit dem Netz hier können Sie nicht mal Bilder nach Paris verschicken. Dr. Simon. Diese Praxis wird seit über 100 Jahren von meiner Familie geführt. Hier ist mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater. Jetzt gehören 49% der Praxis mir. Dafür habe ich viel Geld bezahlt. Wie bitte? Dinge ändern sich. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie glauben, mit diesem modernen Schnickschnack können Sie sein Erbe antreten? Medidoc, schon mal gehört? Via Bildschirm bei den Patienten. Wow, stark. Da wird sich die 82-jährige Ava aber freuen. Wenn Sie in Talon was erreichen wollen, dann müssen Sie mit den Menschen reden. Als Anfang gehen Sie ins Bistro. Was haben Sie vorhin eigentlich gesucht, Dr. Gilbert? Die Akte von Marion Lucas, Matthäus' Mutter. Haben Sie schon mal was von Patientengeheimnis gehört? Daniel Lucas gibt meinem Vater die Schuld am Tod seiner Frau Marion. Und? Ich muss wissen, ob das stimmt. Daniel Lucas ist nicht mein Patient. Matteo ist mein Patient. Der feine Arzt aus Paris. Dr. Simon, Sie müssen das ganze Bild sehen. Matteo täuscht eine Fußverletzung vor. Zufall? Fahren Sie doch mal bei Matteo vorbei. So macht man das hier, nicht mit diesem Technik-Scheiß. Und wenn Sie gründgütiger dann noch so freundlich wären, in der Akte nachschauen könnten, woran Marion Lucas wirklich gestorben ist, wären meine Mutter und ich Ihnen sehr dankbar. Die Akte ist nicht hier. Oh. Hallo? Paulette! Paulette. Ja, das war doch gerade sehr erhellend. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. Wenn der Ruf rausgeht, dann drücken Sie hier den roten Telefonbutton. Ja? Ja. Probieren Sie es doch gleich mal aus. Also den hier. Da drauf, auf den Button. Mit der Maus.
Hast du Langeweile? Du wolltest mich doch von der Autobahn aus anrufen. Das Problem ist, ich sitze noch nicht im Auto. Dein Urlaub ist um. Schwing dein Hintern nach Hamburg oder willst du wieder bei deiner Mutter einziehen? Ich war heute in der Praxis. Von deinem Vater? Komm auf keine blöden Gedanken. Ich befördere dich zur Ober-Oberkrankenschwester, aber dein Platz ist hier. Lass dich von den schönen Erinnerungen nicht einlullen. Ach, so schön sind die Erinnerungen gar nicht. Wir müssen noch zum Notar und außerdem spinnt mein Auto. Halt mir den Rücken frei morgen noch, ja? Dann bin ich da. Ja. Tschüss dann. Ein Scharlatan, ein Stümper und ich habe... Hören Sie auf, Daniel! Mein Mann war ein sehr guter Arzt. Es tut mir sehr leid, was passiert ist, aber er hat keine Schuld. Wir beide, wir müssen uns zusammensetzen. Wenn Sie sich nicht mehr um die Oliven kümmern wollen, sollten Sie mir erklären, wie ich die Geschäfte weiterführen kann. Sie? Sie sagen mir gar nichts. Vorsicht, ja? Serge hat mich eingestellt. Daniel! Es genügt. So redest du nicht mit Therese. Meine Mutter ist auch gerade Witwe geworden und es ist vollkommen egal, wer dich hier eingestellt hat. Du bist Geschäftsführer unseres gesamten Öls und du kümmerst dich um nichts, um gar nichts. Außer um dich selber. Kümmere dich wenigstens um Matteo. Du hast einen wunderbaren Sohn. Er hat seine Mutter verloren. Hast du daran mal gedacht? Es tut mir leid, mein Auto ist liegen geblieben. Ich wollte dich fragen, aber du warst sturzbetrunken. Wahrscheinlich bist du es immer noch. Pass auf. Du kümmerst dich um Matteo und wir um die Wahrheit. Das sind wir Gilberts dir schuldig. Ansonsten wäre es sehr schön, wenn du die Arbeit bald wieder aufnehmen könntest. Ansonsten müssen wir dir kündigen. Schönen Tag noch. Der Wagen steht hinten. Wann ist die Testamentseröffnung? In 2 Stunden. Lea, du kannst in der Zeit schon mal packen, ja? Oh Mann. Blöde Idee. Das ist kein Problem. Lea ist in Hamburg auch auf der Leine. Dadurch wird sie natürlich zu schnell erwachsen. Ihr Vater ist ab und zu da? Mhm. Versteht ihr euch noch gut, du und Flo? Wir sind nach wie vor gute Freunde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass man sich im Guten trennt? Wir haben Lea, das verbindet. Was soll eigentlich diese ganze Fragerei? Warst du gerne Serge's Ehefrau? Serge und ich haben uns auch im Guten getrennt. Vero, er hat dich geliebt. Wenn mir jemand gegenübersteht, und mir Fragen stellt, dann bekomme ich schweißnasse Hände, meine Stimme versagt und ich habe keine Worte mehr. Das ist mir geblieben von meinem Vater. Komische Liebe.
kann ein Mensch so sein? Aber was habe ich ihm getan? Wieso hasst er mich so? Er hasst dich doch überhaupt nicht. Scheiße auf dieses scheiß Erbe. Ich möchte es aber gerne wissen. Ich möchte einfach erst mal durchatmen. Ist das okay? Wie Praxis und ein Heimhaus, wie das irgendwie weitergeht. Ich verstehe das nicht. Du kannst die Prüfung ja nachmachen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich will diese Praxis nicht. Ich lebe und arbeite in Hamburg. Mein Vater, was für ein Arsch! Hiermit lege ich Serge Hubert fest, dass meine Tochter Véro, die in Familiensitz befindende Praxis in Talon, nur mit bestandener Arztprüfung erben kann. Das alles, was ihr in mir seht, das bin ich nicht. Ich schaffe diese gottverdammte Prüfung nicht. Ich hab's versucht, es geht nicht. Meine Angst ist stärker. Er hat mich kaputt gemacht, Therese. Ich bin von zu Hause weg. Wegen ihm. Und der hat uns auseinandergetrieben. Der hat uns gebrochen. Und du sprichst nicht mehr mit deiner Schwester. Du sprichst nicht mehr mit Katrin. Das hat doch auch mit ihm zu tun. Es ist nicht nur seine Schuld. Wie meinst du das? Warum war er so furchtbar wütend? Bis zum 6. Lebensjahr war alles gut und danach die Hölle. Warum? Was habe ich gemacht? Véro, du hast überhaupt nichts gemacht. Aber es ist nicht nur seine Schuld. Wie meinst du das? Wir haben jetzt wirklich größere Probleme. Wir müssen uns um unsere Schulden kümmern. Wir? Es ist Familienbesitz. Frank? Ich bin am Ende. Mein Erbe ist weg. Wieso? Serge hat uns horrende Schulden hinterlassen. Der hat das ganze Geld verprasst. Gilberts Gehirn praktisch der Bank. Was? Was hat er denn mit dem ganzen Geld gemacht? Ich weiß es noch nicht. Geld und Ansehen, es war immer schon das Wichtigste im Leben meines Bruders. Wer weiß, vielleicht hat er dich nur deshalb geheiratet. Matteo. Matteo? Das war Matteo. Der ruft normalerweise nicht an. Da stimmt was nicht. Dr. Simon, wir treffen uns jetzt bei Daniel Lucas. Da ist irgendwas passiert. Jetzt. Bringst du ihn zu uns nach Hause? Sofort. Dr. Gilbert? Suizidversuch wahrscheinlich. Alkohol, Tabletten, wahrscheinlich beides. Sehr schwacher Puls. Mundraum ist frei, Rachen geschwollen. Durch. Der steckt uns gleich. Und nun? Wir machen eine Koni. Sie machen das. Ich leg dann den Zugang. Ich leg den Zugang. Sie machen das. Na los, worauf warten Sie? Er erstickt. Der erstickt, der verblutet. Das Verbluten können wir verhindern. Das Ersticken nicht. Sie sind der Arzt. Sie sind doch selber Ärztin. Ich bin keine Ärztin. Was? Los, desinfizieren Sie. Er kann nicht und ich darf nicht. Yeah.
Ich weiß ja wenigstens, dass ich keine Ärztin bin. Aber Sie? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich dachte, Sie müssten ganz schnell nach Hamburg zurück. Warum können Sie nicht operieren? Warum sind Sie keine Ärztin? Sie fahren jetzt nicht weg. Dr. Simon! Écrit, il n'y a pas de grand livre dans lequel est inscrit ce qu'il nous reste à vivre. Le stylo nous appartient, les fautes, les ratures, aussi les passages bien. C'est notre écriture, ce qui est tout tracé. Ce n'est que le passé, au contraire. Je ne crois pas au destin qui expliquerait tout. Danke für Daniel, Jean und die anderen. Wie geht's, Papa? Mach dir keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Wird Daniel es schaffen? Wir hoffen es. Sein Magen muss sofort ausgepumpt werden. Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Gift in seinem Körper ist. Ich wusste gar nicht, dass Frank dich zur Arztprüfung angemeldet hat. Lea! Matteo! Der hat einfach meine Unterschrift gefälscht. Wie? Der hat einfach die Unterlagen von Hamburg nach Montpellier geordert. Der spinnt doch. Übrigens, euer Dr. Simon hat ein Problem. Auf jeden Fall hat er Angst vorm Skalpell. Ich fahre jetzt noch zu Thierry und Katrin, um mich zu verabschieden. Kommst du mit? Hab ich mir gedacht. Dann hilf wenigstens Lea beim Packen. Wie wollte er sich? Katrin, ärztliche Schweigepflicht. Wie geht's dir? Gut, besser. Und dir? Keine weiteren Schwindelanfälle? Vero, das sind die Wechseljahre. Die eine hat Hitze, die andere hat Fressattacken, Gefühlschaos und bei mir ist es Schwindel. Na, was liegt dir auf der Seele? Raus damit. Frank hat mich einfach zur Ärzteprüfung angemeldet. So ein Schwachsinn. Manchmal wissen die anderen mehr über unser Glück. Komm, meine Lebensretterin. Hier kann man wirklich nichts geheim halten. Dr. Simon, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie müssen nach Hause. Haben Sie was ausgeplaudert? Ich esse. Machst du mir ein Rosé? Gern. Sie haben ja gesagt, ich soll zu den Menschen gehen. Hier bin ich. Voilà. Merci. Haben Sie eigentlich wirklich Medizin studiert? Ja. Okay. Dr. Simon und ich haben das zusammen gemacht. Eine Runde Rosé. Dr. Simon bezahlt. Dr. Simon, hier trinkt man Wein. Vielen Dank, Frau Dr. Gilbert. Santé. Bonjour. Ah, bonjour, Isabelle. Thierry, machst du mir noch einen Wein? Bonjour. Bonjour. Kennen wir uns? Noch nicht. Isabelle. Vero. Du hast keine Ahnung, oder? Was meinst du? Also, wovon soll ich denn eine Ahnung haben?
Sag's doch einfach. Ja, Vero, das ist Isabel, deine Schwester. Halbschwester. Was? Du bist die Affäre meines Vaters? Nein, ich bin das Ergebnis dieser Affäre. Oh Gott, mein Vater kriegt's echt noch nach seinem Tod, um mich fertig zu machen. Wie alt bist du? 25. Da war ich ja noch hier. Und ihr wusstet das alles, oder was? Du bist wirklich das Schärfste und Schönste, was Serge hinbekommen hat. Alle mal herhören! Thierry gibt einen aus, ich habe eine Schwester! Ich bin spät geworden. Ja. Es wäre echt schön, dich kennenzulernen. Dich auch. Sehen wir uns wieder? Auf jeden Fall. Super. Salut. Salut. Salut, Thierry. Salut, Isabel. Ich bin froh, dass wenigstens sie jetzt bei Therese ist. Aber eigentlich sollten wir auch da sein. Der Gedanke, was alles passiert ist, schnürt mir die Kehle zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Bonjour, ça va? Mitgenommen. Und du hast es wiedergefunden. Wie spät ist es? So gegen 11? Ich muss nach Hamburg. Mit der Promille, vergiss es. Danke. Das steht hier für dich. Mhm. Und ich mach dir einen schönen starken Kaffee, Kleines. Hm? Das ist also deine Hexenküche. Vero, bonjour. Bonjour. Frank hat Lea und Matteo zum Strand mitgenommen. Wir wussten ja nicht, wann du wiederkommst. Frank ist ganz schön oft hier, oder? Ist kein Problem. Ich habe Isabel kennengelernt. Wie lange weißt du's? Von Anfang an? Von Anfang an? Du hast mir nichts gesagt? Du hast Serge nicht verlassen. Warum? Liebe ist kompliziert. Man kann doch nicht einfach abhauen, nur weil was schiefläuft. Liebe, was schiefläuft? Er hat dich gedemütigt, unterdrückt, vielleicht auch geschlagen? Nein. Er hat mich nicht angefasst. Er hat uns subtiler gequält. Liebesentzug ist auch eine Form von Gewalt. Es ging nicht. Ich konnte ihn nicht verlassen. Rein. Weißt du endlich, dass ihm doch mal die Hand ausgerutscht ist, aber so richtig? Nee. Ich kann mich daran erinnern. Ich auch.
Vero? Isabelle? Das ist ja ein schnelles Wiedersehen. Wie geht's dir? Kopfschmerzen? Ach, es geht. Und bei dir? Komm rein. Da du ja bald wieder weg bist, dachte ich, ich trau mich mal her. Ich habe Post bekommen. Mhm. Vom Gericht. Darin steht, dass ich Anrecht auf einen Pflichtanteil habe. Im Testament wirst du nicht erwähnt. Isabelle, wir haben hier nichts. Es gibt nichts. Du wagst dich hierher? Verschwinde aus meinem Haus. Madame Gilbert, ich kann nichts dafür, dass ich geboren wurde. Der Pflichtanteil steht mir zu. Hier gibt es nichts zu holen. Dein Vater hat alles Geld verschleudert. Der hat deiner Mutter und dir den Arsch gepudert. Und zwar jahrzehntelang. Wir sind pleite. Dann kommt doch noch dieser Bastard in die Welt. Bist du deswegen zu Thierry gekommen? Um dich bei mir einzuschleimen? Nein, ich wollte dich kennenlernen. Und? Zufrieden? Ja, ich bin der Bastard hier. Aber haben Sie sich einmal für mich interessiert? Können Sie sich vorstellen, wie es ist, als uneheliches Kind von Serge aufzuwachsen? Es ist hier nichts zu holen, Isabelle. Ha, klar, deine Mutter schickt dich. Verfehlt das Geld von Serge. Jeden Monat hat er ihr Geld überwiesen. Das war das Erste, was ich gestoppt habe. Tja, der Bastard ist dann wohl eher Serge. Mag sein, dass er meine Mutter unterstützt hat. Aber sie weiß nicht mal, dass ich hier bin. Und es geht sie auch nichts an. Es geht hier um mich. Ich werde auf mein Erbe nicht verzichten. Und wenn ihr mich nicht auszahlen könnt, dann müsst ihr eben was verkaufen. Besitz habt ihr ja genug. Au revoir. Das Haus und die Praxis der Olivenhain, ich meine, das gehörte schon immer meiner Familie. Ich konnte mich doch gar nicht von Serge trennen. Nicht unseren Besitz mit ihm teilen. Allein die Vorstellung, dass seine Geliebte samt seiner Tochter hier wohnt, macht mich ganz verrückt. Glaubst du eigentlich, dass Serge schuld ist an Marions Tod? Geht mir nicht aus dem Kopf. Serge, ich werde es Vero sagen. Unsere Vereinbarung gilt nicht mehr. War sowieso unser größter Fehler. Wo ist denn Therese? Hab ich heute noch nicht gesehen. Das hier ist eine französische Tradition, immer bei Fisch. Therese! Oben ist sie nicht. Sag ich doch. Lea, du musst noch packen. Ich will nicht heim. Warum nicht? Lass uns erstmal mitsuchen. Kennst du noch irgendwelche Verstecke hier von hier? Ich kenne nur ihre Küche hier. Okay, dann müssen wir sie suchen. Ihr geht in die Richtung und ich gehe da gucken, ja? Okay. Okay. Therese! Komm, Therese! Komm, Therese! Therese? Therese!
Bonjour. Sag mal, ist Therese bei dir? Nicht. Oh, hätte ja sein können. Nein, hier ist sie nicht. Keine Ahnung, ist nicht ihre Art. Ja, Auto ist da. Klar suchen wir sie. Therese! Ich halte dich auf dem Laufenden. Therese! Ja. Guten Morgen. Da bist du ja wieder. Wo warst du? Aber wo ist jetzt Mücke? Wir müssen reden. Mücke. Ich muss zu Daniela. Ich operiert habe. Entweder Sie müssen demnächst in eine Traumatherapie für Chirurgen oder Sie werden mein Assistent. Wir sollten immer zusammenarbeiten, oder? Dann lieber ein Jahr Therapie. Sie wollen die Praxis? Kein Abschluss, keine Praxis. Ich glaube, das hat Serge so testamentarisch festgelegt. Oder? Gut aus. Ich habe in die Akte von Marion geschaut. Sie hatte eine Sepsis. Es ist eine Blutvergiftung. Das ist sehr schwer zu erkennen. Viele Menschen sterben an einer unerkannten Sepsis. Das ist kein Trost, ich weiß. Zeigt aber, wie schwer diese Krankheit zu erkennen ist. Serge und ich, also ich kann ja wirklich nicht viel Gutes über meinen Vater sagen, aber in dieser Sache trifft ihn aus medizinischer Sicht wirklich keine Schuld. Ich muss zurück nach Hamburg, aber Therese braucht dich. Sie verliert sonst alles. Jetzt kannst du mich wirklich anzeigen. Totale Kompetenzüberschreitung. Ich, Olive? Du? Praxis. Nein. Matteo, komm rein. Wir wollten am Samstag zu meinem Fußballspiel. Wir haben gewonnen. 3-0 oder so, glaube ich. Ich habe 2 Tore geschossen. Monsieur Le Carré, wie geht es Ihnen? Vero. Na, Vero? Die Quellen deiner Herkunft wieder erobert? Es hat sich viel verändert. Es wird sich noch viel mehr verändern, wenn ich die Praxis erstmal ausgebaut habe. Wenn ich eines im Leben begriffen habe, dann ist es, dass man manchmal im Leben springen muss. Sport, das war noch nie so mein Ding. Ich sehe, es geht Ihnen gut, es ist schön. Au revoir. Au revoir. Ja, Monsieur le Curé. Bis in 2 Wochen. Danke für den Besuch. Aber gerne. Welches Thema? Es ging um die Behandlung einer Sigmoidiverticulitis. Antibiotisch, je nach Stadium auch eine Resektion. Sag ich doch. Eine Ärztin. Warst du bei Daniel? Er wird durchkommen. Das Äußere wird schnell verheilen. Das Übrige wird Zeit brauchen. Allerdings. Und jemanden, der das gut begleitet. Was willst du, Frank?
Ich möchte, dass du bleibst. Warum ist dir das so wichtig? Weil ich will, dass du, Lea, Therese, dass diese Familie zusammenhält. Ist es zur Gründung einer Familie nicht vielleicht ein bisschen zu spät? Beziehungsweise nach dem Tod deines Bruders zu früh? Wer sagt das? Ich habe dich zu dieser Prüfung angemeldet, weil ich glaube, dass du eine richtig gute Ärztin sein könntest. Vielen Dank. Das wird ein Spaziergang. Fachlich mit Sicherheit. Aber nervlich schaffe ich das nicht. Besten Dank an deinen Bruder. Mein Bruder ist tot. Aber das, was er angerichtet hat, das lebt. Du kannst es ändern. Das Meer ist viel wärmer als die Nordsee. Ja, das stimmt. Und außerdem, Matteo und Müffel braucht mich. Ihr könnt in den Ferien kommen. Du willst doch auch, dass wir bleiben. Das stimmt. Maman kann doch die Praxis übernehmen und dann haben wir auch wieder genug Geld. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Plan, genau. Wir müssen ihr helfen, diese Angst zu überwinden. Wenn sie sich helfen lässt. Ich weiß was. Danser tant que tu veux, finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux. Tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints tous les matins me fout en l'air. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux toujours me plaire. En tes leçons tant que tu peux, et jamais me faire taire. Je l'écouterai tant que je peux. Ton hymne militaire, ta voix parfois le matin. Du sollst die Augen richtig zumachen. Und jetzt denk an die Farbe Blau. Was fühlst du jetzt? Himmel, Wasser, Delfin. Das ist doch kein Gefühl. Okay. Ich fühle mich weit, leicht. Hast du Prüfungsangst? Bist du dir sicher, dass du Prüfungsangst hast? Und jetzt stell dir vor, du hast keine Angst mehr. Wem gehört dieses Kind? Ja. Juhu! Wir bleiben in Frankreich. Wir bleiben in Frankreich. Ich versuch's. Das ist schön.